So, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum 2. Dezember. Ach, ich freue mich immer so auf das Jahresende und langsam rückt es wirklich in großen Schritten näher. So, und ich bin auch mega gespannt auf die schöne Geschichte. Das habe ich gestern ganz vergessen, also für mich gerade eben zu erwähnen, was das hier wieder für eine mega geile Story ist. Und ich finde es ja immer super, dass Kosmos wirklich in jemanden investiert, der vernünftige Geschichten schreibt. Also gut, vielleicht machen sie es auch selbst, vielleicht geben sie es außer Haus, ich weiß es nicht. Aber das ist doch gut geschrieben, das ist wie ein Roman. Also ob man jetzt den großen Adventskalender hat oder hier diesen kleinen, man bekommt immer eine richtig schöne Weihnachtsgeschichte zu den ganzen Rätseln dazu. Also da können alle anderen Kalender tatsächlich ganz schön abstinken. Also auch zum Beispiel Topfrech, da gibt es ja auch diese Papierkalender. Da gibt es auch eine Story, aber so gut geschrieben, das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Oder auch, was hab ich letztes Jahr gespielt? War das Ars Edition? Ach, weiß ich gar nicht mehr. Da müsst ihr mal letztes Jahr in meine Playlist gucken. Beziehungsweise jetzt in meine Playlist. Da hatte ich auch noch, ich habe auch einige Buchkalender, die diese Form haben und die man dann zum Beispiel so aufklappen kann. Und auch da waren die Geschichten nicht so gut geschrieben. Ne? Also allein vom Wording, wie sie aufgebaut sind. Ne? Also das klingt meistens ein bisschen unbeholfener. Und das hier ist quasi eine richtige Buchqualität. Die Tür sprang mit einem lauten Quietschen auf, riss Tobin mit sich und schleuderte ihn beinahe in einen dunklen Schacht hinab. Zum Glück reagierte er blitzschnell, nutzte seinen Fuchsschweif und kam elegant wieder ins Gleichgewicht. Maul halten, donnerte eine Männerstimme zu ihnen herauf. Marie hielt die Luft an. Tobin blickte in den Schacht hinunter und lauschte mit gespitzten Ohren. Jeden Tag dieses Geschrei. Mutter hatte recht, ich hätte lieber Schmied werden sollen wie Vater. Marie kniete sich neben Tobin. Ihr Blick fiel auf ein schwach glimmendes Feuer. Das ist der Rauchabzug eines Kamins, flüsterte Tobin. Millie, jetzt komm her. Falls ihr was miauen hört, Millie sucht einen Spielkameraden. Schwere, scheppernde Schritte hallen zu ihnen herauf. Der Kamin gehört zur Stube des Kerkermeisters, wisperte Marie. Der Kerker liegt gleich darunter. Tobin kicherte leise. Er hat das Quietschen der Tür offenbar für das Geschrei eines Gefangenen gehalten. Marie entdeckte in den Stein gehauene Eisenspangen, kletterte den Rauchabzug ein Stück hinunter und sah gerade noch, wie ein paar schwielige Hände so groß wie Bärenklauen einen Vorhang zur Seite schoben und der Kerkermeister dahinter verschwand. Neben einem Holztisch hing ein Schlüsselbrett mit 12 Schlüsseln an der Wand. Sie sah hoch zu Tobin. Er geht ins heimliche Gemach. Das ist unsere Chance. Das heimliche Gemach. Ich denke mal, dort wird gekackt. Ich halte Wache und lenke ihn in meiner Fuchsgestalt ab, falls es nötig wird. Und du befreist deinen Vater. Millie, jetzt komm her. Komm her. Millie. Jetzt miaut die Katze die ganze Zeit. Wie soll ich mich denn hier konzentrieren? Marie nickte, stieg das letzte Stück des verrußten Rauchabzugs hinunter und sprang über die Glut in die Stube. Oh, das kann ganz schön gefährlich werden. Sie wollte gerade die Schlüssel abhängen, als sich der Vorhang bewegte. Marie hielt inne und starrte auf den Vorhang, bis Tobin sie mit seiner feuchten Fuchsnase Richtung Tür stupste. Kurzerhand hängte Marie das ganze Schlüsselbrett ab und eilte damit eine gewundene Steintreppe hinunter zum Kerker, wo sie ihren Vater zusammengesucht an der Wand gekettet fand. Vater! Marie legte das Schlüsselbrett auf den Boden und schlang die Arme um ihn. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Sie nahm sich einen beliebigen Schlüssel und steckte ihn in das Schloss, mit dem die Kette ihres Vaters gesichert war. Mariechen, wie bist du hier hereingekommen? Ihr Vater setzte sich auf. Seine blau-weiße Uniform war schmutzig und zerfetzt, die goldenen Schulterabzeichen abgerissen. Ich kann nicht mit dir kommen. Marie hielt inne. Was sagst du da? Der Blick ihres Vaters verfinsterte sich. Ich würde dich dadurch nur in Gefahr bringen. Außerdem hat der König die Wachen verdoppelt. An ihnen kommt niemand vorbei. Eine Ratte näherte sich seinem nackten Fuß und schnupperte. Marie trat nach ihr. Lies weiter auf Seite 85. Komm hier. Oh, ist dunkel. So, hier müssen wir hinschreiben. Oh Gott, ist das finstere Nacht hier. 2b. So.
Ach, hier ist der Papa. Marie griff nach der Hand ihres Vaters. An den Wachen müssen wir gar nicht vorbei. Vertrau mir. Mein Mariechen, ich war so dumm. Er sah zu ihr hoch. Ich wollte immer nur dein Bestes, aber ich wurde hereingelegt. Das musst du mir glauben. Von wem? Ihr Vater senkte den Kopf. Wer hat dich reingelegt? Hakte Marie nach. Mariechen, es tut mir so unendlich leid. Dann hob er den Kopf und blickte ihr tief in die Augen, die ebenso himmelblau waren wie seine eigenen. Aber das Böse versteckt sich oft im Guten. Oha! Das kann ja noch was werden. Marie legte die Hand auf die Schulter ihres Vaters. Jetzt hole ich dich erstmal hier raus und dann sehen wir weiter. Dann bemerkte sie ein zusammengerolltes Pergament, das auf dem Boden lag. Schnell hob sie das Pergament auf, rollte es auseinander und las, was darauf stand. Marie dachte kurz nach. Jetzt weiß ich, welcher der Schlüssel dich von der Kette befreit, rief sie und lächelte ihrem Vater aufmunternd zu. Weißt du es auch? Es muss etwas mit den Wörtern und dem Stern auf dem Pergament zu tun haben. Sei kein Esel, E-S-E-L groß geschrieben, und mach dich im Buch auf die Seite, auf die Suche nach etwas, womit du die Worte auf dem Pergament und das Schlüsselbrett zusammenbringen kannst. Mhm. So, ich bezweifle, dass da hier schon so viele Tage drin ist, das ist der Papa, das ist die Ratte. Damals wie heute würde nur ein Esel, E-S-E-L, den falschen Schlüssel wählen. Hier sind die Schlüssel. Und ich weiß auch schon, wo das Ganze hinkommt. Denke ich. So, hier ist die Schere. Wir dürfen ausschneiden. Ich habe zwar noch keine Ahnung, was wir tun sollen, aber naja. ISIL. Damals wie heute. ILS. So, also. Damals und heute. So, hier ist der Stern. Und ich würde sagen, wir kleben das hier einfach auf, damit wir das nicht dauernd hin und her flattert. Ich vermute, es ist einfach. So, also hier ist noch der Stern. Den legen wir jetzt hier hin. Und es hieß E-S-E-L. E-S und E-L. Das ist genau hier. Wisst ihr wie? Weil hier ist nur ein E-S-E-L. Dieser Schlüssel. Und hier steht 207. Und wir geben jetzt hier einfach die 207 ein. Und theoretisch war das Rätsel leichter als das von gestern. Na gut, gestern habe ich mich ein bisschen blöd eingestellt. Also die 207. Und da haben wir hier die 197. Gucken wir mal. 100. Puh, es wird knapp. 197. Und wir haben ein L, ein Plus und ein L. Und hier steht L plus L. Das hier müsste also Tag Nummer 3 sein. 3. Dezember. Juhu. So. Das haben wir doch mit Bravour gelöst. Oh, ich bin total gespannt, wer den Papa betrogen hat. So, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.